Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mal mit einem TPT React. Nur mit mir und Tati. Ist noch keiner da. Beziehungsweise alle, die da sind, sind nutzlos. Und heute reagieren wir auf das neue Cosmo Demise Deck. Ja, Mann. Echte Überraschung aus dem Wochenende. Ich und Tati haben schon mal darüber nachgedacht. Bisschen das angesprochen, aber wir haben es nicht durchgesetzt. Was hast du davon gehalten, als du die Demise Decks gesehen hast, Tati? Also es kam ja dann nach der DM kamen dann zwei Demise Decks raus. Das eine war dann mit drei Farm Girl und nur drei Demise. Das andere hat dann gespielt irgendwie ein bisschen anders. Und mit drei, auch noch mit, glaube ich, zwei oder drei Pot of Duality und Demise. Ja. Auf jeden Fall war das sehr, sehr interessant zu sehen. Ja, und da lagen wir beide eigentlich gar nicht mal so falsch mit unserer Idee, so ein Deck zu bauen. Ja. Wir hatten halt einfach nur keine Zeit dafür und haben es auch nicht umgesetzt, so wirklich. Unsere Idee war ja, mit drei Wicked Witch zu spielen, mit Destroyer und so ein bisschen, weil wir finden einfach Wicked Witch so an sich richtig krass, die Karte. Ja, Mann, eben, ja, die ist halt echt krass. Theoretisch schon. Auf jeden Fall, die zwei Decks, die rausgekommen sind, sehr interessant in ihrem Deckbild, ein bisschen unterschiedlich, aber beide spielen halt sehr viele Calls und sehr viele Fallen im Grunde. Also einer hat, glaube ich, fünf Calls gespielt, also mit Oase, und der andere sogar sechs. Darauf spielt es ja hinaus, dass man dann die Karten, die man halt zieht, dann abwirft, ja. Ja, ich finde das Deck, ich habe es auch ein bisschen getestet, so auch ein bisschen mein Style mit reingebracht. Es ist sehr interessant, ich glaube, wenn man das ein bisschen kontrolliert und weiß, wie man es am besten spielt mit Demise und so, kann man es echt, echt gut spielen, ja. Auf jeden Fall finde ich das echt, echt cool, richtig nice. Also kurz auch zu den Decklisten, also das war Fraser Smith, Top 16, YCS ja. In Amerika und Joshua Oyster, ja, holländische, gewonnen sogar. Genau, gewonnen, ja. Echt krass. Und also ich habe ja Cosmo auf der YCS Park gespielt, da lief es ganz gut. Und so wie ich halt immer gewonnen habe, war Summon Tincan Set 4, go. Und die Gegner mussten leiden, also so habe ich gewonnen. Und die Demise Deck ist halt genau das. Genau. So viel Set wie möglich und Tincan. Ja. Das ist schon sehr, sehr interessant. Also, du meintest, du hast es schon getestet, also wie lief es? Wirst du es in Zukunft mal auf einem Turnier auspacken? Ich denke schon, ich habe ja auch gleich drei Demises besorgt, gleich gekauft, ja. Und bevor sie vielleicht noch weiter steigt, man weiß es nicht, ist halt jetzt ein 20 wert. Ich denke, die steigt noch. Ich werde es auf jeden Fall testen, auch auf dem Turnier, weil, wie du schon sagtest, das ist halt einfach, du spielst halt auf Tinken, du spielst auf Dark Destroyer und noch ein paar andere Sachen mit Lady und Slip Rider vielleicht so. Und dann mehr brauchst du eigentlich gar nicht. Mit vielen Fallen, mit Strike E, krasse Karte. Dann kannst du noch andere Karten mit reintun. Auf jeden Fall finde ich das Deck echt stark, ja, in dem jetzigen Meta. Kann man halt viel negieren, viel auskontern. Also ich werde es auf jeden Fall spielen und antesten und schauen mal, wie es weiter, ob es weiter noch so gut läuft. Also der Meister auf jeden Fall eine starke Karte. Du hast sie dir ja für 18 geholt, ja. Und jetzt sind sie schon bei 21. Ja. Das sind 3 Euro mal 3, das sind schon 9 Euro, ja. 10 Euro gespart. Auf jeden Fall, ja. Also holt euch sie auf jeden Fall an. Ja. Falls ihr noch welche braucht, Barisch hat noch welche auf Lager. Ja. Der hat sich welche schon mal organisiert, da hat er vorausgedacht, gute Idee von ihm. Ja. Und wie gesagt, auf jeden Fall, die Fallen sind stark, Strike und so, Chaos Trap Hole und sowas. Hat er auch gespielt. Hat er, ja. Ist momentan auch eine sehr starke Karte. Ja. Clifford Anti spielt die. Und du hast noch nach anderen Fallenkarten geschaut, hast zum Beispiel nach einer Mirror Force gefragt, wie lief's da so? Die habe ich so nicht getestet, ich habe mir überlegt, diese eine Mirror Force zu spielen, die bei einer direkten Attacke, falls natürlich er die Monster irgendwie wegbekommt, dass halt dann in die Mirror Force läuft. Natürlich finde ich die andere Mirror Force auch gut, die halt alle Monster zudeckt, ja. Kommt auch natürlich auf das Deck an, gegen was man spielt. Wenn man gegen Cosmo selber spielt, ist halt blöd, weil die Effekte dann trotzdem triggern. Aber gegen andere Decks, wo die halt gegen Pepe oder irgendwas, wenn sie alle verdeckt sind, läuft es einfach rüber, ja. Also die zwei, die würde ich in Erwägung ziehen, ja. Also zumindest auf jeden Fall die neue, die halt sagt, ins Deck zurück bei einem direkten Angriff. Die ist auf jeden Fall auch sehr interessant, ja. Denkst du, das Deck wird jetzt öfter gesehen, zum Beispiel EM? Können wir mit dem Deck rechnen? Werden wir es selber spielen? Was meinst du? Ich denke, es kommt eh bald wahrscheinlich vor der EM vielleicht noch eine Bandlist raus, man weiß es nicht, ne? Unwahrscheinlich, ja. Dann denke ich schon, dass man auf sowas treffen wird. Ich denke einfach, dass die Mais wirklich das Meta ein bisschen verändert hat. Ja, die hat viele Decks zurückgebracht. Viele Decks kann man jetzt auch anders spielen. Ja, sieht man an Cosmo. Es gibt echt verrückte Leute, die verrückte Decks spielen mit verrückten Ideen. Manchmal funktioniert es. Und genau, manchmal funktioniert es auch, ja. Also ich denke mal, dass man mit diesem Deck auf jeden Fall, dass man das auf jeden Fall treffen wird, weil es einfach konstant bringt. Die Karte macht instant, wenn man sie gut spielt, plus 2. Ja. Was immer mehr. Ja. Und Cosmo mit Plus kann man einfach, ist schwer auszukontern. Ja.
Und ich denke, es wird auf jeden Fall gespielt. Auf jeden Fall. Wir werden sehen. Hinterlasst unten in den Kommentaren, was ihr von dem Deck haltet. Habt ihr es bereits getestet? Habt ihr dran gedacht? Werdet ihr es spielen? Und wie immer, bis dahin leidet nicht. Heute, was geht ab, Leute? Team Wobbelt hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Und checkt unsere Facebook-Seite ab. Da werden jetzt mehr Projekte kommen. Und natürlich checkt unsere Sponsoren ab. Kommt vorbei, schaut beim Fontainment München vorbei. Wir haben immer viel Spaß. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.